Ich habe die ganze Nacht geprobt. Ich bin geboren für diese Rolle. Es gibt nur eine, die die Hauptrolle spielen kann. Und das bin ich. Die Rolle gehört mir. Mir! Beweise es. Schick sie rein. Hallo, wir fangen an. Haltet euch für das Vorsprechen bereit. Die nächste. Die nächste. Hals- und Beinbruch. Am besten gleichzeitig. Oh, du meine wunderschöne Rose. Bin selbst doch nur... Ah! Oh, du meine wunderschöne Rose. Bin selbst doch nur ein Dorn. Mein liebes... Ah! Bin selbst nur ein Dorn. Mein Liebesschmerz wird verschönt durch dein Leuchten. Happenhänger! Hast du Shakespeares Verse vergessen? Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt die des Himmels milder Regen zur Erde unter ihr zwiefach gesegnet. Sie segnet den, der gibt und den, der nimmt. Thema heute? Frösche sezieren. Arme kleine grüne Brüder, schlagen unsere Herzen nicht gleich? Strömt nicht das gleiche grüne Blut durch unsere Adern? Das ist ein Verbrechen. Frankie, ich brauche Unterstützung. Sollst du haben, Laguna. Ich reiche gern eine helfende Hand. Keine Sorge, machen wir einen Abflug. Wo sind denn alle hin? Ende der Stunde. Coole Befreiungsaktion. Wo sind sie? Ich habe ein Örtchen für sie gefunden. Ich versäume das Cheerleader-Training, weil wegen deinem Getrampel eine Statue zu Bruch gegangen ist. Entschuldigung. Wie ich mich erinnere, war es nicht meine Schuld. Hey, rück mir von der Pelle. Ich hänge fest. In mein Büro. Sofort. Eine 2000 Jahre alte Statue ging zu Bruch. Wie ist das passiert? Es war ein... Hier ist die reine Wahrheit. Ich befehle dir, damit aufzuhören. Nicht auszudenken, wie viel kostbares Schuleigentum du damit zerstören könntest. Oh nein! Und so kam es, dass Frankie ganz allein die Statue zerdeppert hat. Das ist einfach... Ich meine, sie stellt die Tatsachen auf den Kopf, Schulleiterin. 2000 Jahre lang war in dieser Statue eine der ersten Lehrkräfte der Monster High gefangen. Durch die Zerstörung wurde sie befreit. Professor Irene Maiden ist wieder frei. Frankie, ich danke dir im gesamten Schule. Dankeschön. Moment mal, ich habe doch mitgeholfen. Oh nein. Meine Rücken. Was? Warum? Wieso? So etwas gibt es nur alle 1000 Jahre. Heute fallen Freitag der 13. und Halloween auf einen und denselben Tag. Das ist unmöglich. Schaurig, hä? Huh? Heute ist der schwärzeste Tag aller Zeiten. Ja. Ja, verflixt! Mehr Pech auf einmal geht nicht. Erst beim 3 Uhr klingen ist es vorbei. Das sind noch 6 Stunden. Keine Sorge, meine Lieben. Ich besitze das Amulett des Nukin-Butin. Es beschützt den, der es trägt. Mich und alle in meiner Nähe. Das Pech hat keine Chance. Aber ich sehe gar nicht, dass du es trägst. Es passt nicht zu meinem Outfit. Deshalb trägt Gulia es für mich. Oh nein! Da drüben ist sie! Ah!
Arbeit. Ich glaube, ich weiß, was sie... Oh, die hat es echt drauf. Hast recht, Olia. Eigentlich passt es doch zu ihrem Outfit. Das ist meine Lieblingsstelle in dem Song. Die Jonas Brothers sind einfach monstercool. Die Jonas Brothers könnten zum Abschlussball auf der Bühne eurer Schule stehen. Schickt uns euer Video und überzeugt uns, warum eure Schule es verdient hat. Wir müssen gewinnen. Achtung, Aufnahme. Für mich selbst. Ich bin Frankie und wir alle hier an der Monster High fahren voll auf die Jonas Brothers. Das hier ist unsere Highschool. Ich bin die Neue hier. Wirklich, ich bin erst 15 Tage alt. Und hier sind meine allerbesten Monsterfreunde. Claudine, freut mich. Die Jonas Brothers müssen unbedingt auf unserem Abschlussball spielen. Hauptsache, es ist nicht gerade Vollmond, denn als Werwolf ist mein Outfit dann nicht das einzige Scharfe an mir. So, jetzt gebe ich besser weiter an Draculaura, denn sie tritt mich schon die ganze Zeit. Hey, ich bin dran. Die Jonas Brothers sind monstercool. Wow, das kam ziemlich gruftig rüber, Gulia. Was geht ab? Ich bin Laguna. Ich surfe morgens gern mal eine Welle ab. Shaka! Kamera auf mich, bitte. Ich bin Cleo. Yo, ich bin Deuce. Gehöre auch dazu. Jetzt aber wieder ich. Oh, mach ruhig weiter. Die Aufnahme läuft noch. Der Abschlussball heute. Wenn wir nicht gewinnen, sterbe ich. Ehrlich, gerade erst am Leben und schon sterbe ich wieder. Oh! Und wie erfahren wir, ob wir gewonnen haben? Hallo, Monster High. Jetzt wird richtig abgerockt. Yeah! Cleo, du warst einfach killergut. Ich weiß. Irgendwie fehlte der letzte Biss. Du bist dran. Wundere dich nicht, wenn keiner klatscht. Nach mir hat es jede schwer. Ich bin ein Naturtalent. Viel Glück. Das wirst du bitter nötig haben. Scheinwerfer sieht aus wie der Mond. Ein Mordsauftritt. Hey, jemand hat aus Versehen den Scheinwerfer eingeschaltet. Schrecklich. Wer tut so etwas nur? Und das gefällt mir. Oh, das war wild. Wollten Sie von dir auch eine Zugabe? Auf keinen Fall werde ich mit einem Typ ausgehen, der mehr als 4 Augen hat. Geschweige denn 8. Oh nein, ich komme zu spät zur Hauswirtschaft. Ich muss mich beeilen. Meine Güte, die Zombies sind so verdammt lahm. Durch die Meute komme ich niemals durch. Ich habe eine Idee. Also Mädels, das hier ist das Vortanzen für meine Cheerleader. Die meisten von euch werden hier gnadenlos untergehen. In meiner Truppe ist kein Platz für Gruftis. Inakzeptabel. Ich stimme dir zu, Cleo. Sie ist monsterkrass. Genau das, was wir haben wollen. Haben wollen? Für was? Frankie, du gehörst ab sofort zu den Cheerleadern. Mein Glückwunsch. Yo! Frankie! Alter, heute ist Vertretungsunterricht. Krasser Tag heute. Was ist mit Schulleiterin Bloodgood passiert? Angeblich waren es vergiftete Blutegel. Nein, nein, ich habe gehört, fleischfressende Flöhe waren an ihr dran. Wie abscheulich! Hört auf zu quatschen, ihr kleinen Monster, auch ihr zwei da!
Mein Name ist... Loser. Richtig ausgesprochen heiße ich Sar. Loser. Unser Thema ist Trigokalkometrie. Schlagt eure Bücher auf. Da ich nicht weiß, wie weit ihr gekommen seid, nehmen wir das ganze Buch durch. Hey Mann, was geht ab? Yo, Alter. Hey, Digger. Junger Mann, Sie sind überfällig. Nein, ich bin Deuce. Deuce Gorgon. Herr... Loser? Ich habe hier das Sagen. Du nimmst jetzt gefälligst deine Sonnenbrille ab. Mann, das wollen Sie nicht wirklich. Und ob ich das will? Gleich geht's los. Okay, Sie haben es so gewollt. Na, Herr Saar, wie es aussieht, hat die Klasse jetzt Feierabend. Yeah! Hey Mann, ich wollte Sie warnen. In 2 Stunden ist es vorbei. Normalerweise. 3-Laura hat heute Geburtstag. Hat dich total verpeilt. Man wird nicht jeden Tag 1600. Planen wir eine Party. Frankie hat heute Geburtstag. Ich hab's total verpeilt. Sie wird süße 16 Tage. Hey, Claudine! 3-Laura hat heute Geburtstag. Wir könnten uns mittags treffen und... Sorry, hab andere Pläne. Laguna! Laguna! Frankie wird heute 16 Tage alt. Wir müssen eine monstermäßige Party organisieren. Keine Zeit. Hab Schwimmtraining. Sorry. Party? Nein. Hat jemand Lust auf eine monstercoole Party? Hallo, Frankie. Glückwunsch zum 16. Ich wollte eine Party für dich schmeißen. Und ich hatte eine Party für dich geplant. Aber niemand hatte Zeit. Naja, 2 reichen doch für eine Party. Genau. Aha. Wie wär's mit Mittagessen? Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Monsterkrass! Ihr seid einfach super! Zombie! Laguna starrt Gil seit 15 Minuten ununterbrochen an. Das nimmt kein gutes Ende. Sie muss endlich aufwachen. Diese Aufgaben sind hammerhart. Vielleicht gehe ich später in die Bibliothek, um weiterzulernen. Ja, die Bibliothek eignet sich monstermäßig gut zum Lernen und um sich Wissen einzutrichtern, wenn man was in der Birne hat. Das war alles? Du hast den Typen fast 1 Stunde lang angehimmelt und mehr ist nicht dabei rausgekommen? Hör doch auf, Grufti. Gil könnte als Bademodenmodel durchgehen. So einer soll mich ansprechen? Herzchen, das hat er gerade getan. Du hast wunderschöne Augen. Wo ist denn nur mein Monster-Mathe-Buch? Ich möchte am liebsten in einer Pfütze versinken und nie wieder auftauchen. Suchst du etwa dieses Buch hier? Wir treffen uns am Brunnen um 3 Uhr. Oh nein, ein Test. Entweder hat Claudine den Schlussverkauf bei Transylvania Secret verpasst oder sie hat vergessen zu lernen. Ich konnte nicht. Mein Bruder hat alle meine Notizen verschlungen. Ja, genau. Willst du uns etwa vormachen, du hättest nicht America's Top Monster geguckt? Ertappt. Aber die Endausscheidung konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Mädels, was soll ich jetzt nur tun? Na ja, warum setzt du dich nicht neben Gulia? Meinst du etwa, ich soll abschreiben? Sie hat nun mal den meisten Grips an dieser Schule. Ich wüsste, was ich tun würde. Also, Klasse, Stifte bereithalten und los! Noch 1 Minute. Mach schon, mach schon. Und Stifte weglegen. Dankeschön. Na
Natürlich wurde nicht gefragt, wer bei America's Top Monster rausgeflogen ist. Lernen wäre besser gewesen. Noch 2 Minuten. Was sagt der Spiegel? Ach, wie immer nix. Manchmal nervt es mordsmäßig, ein Vampir zu sein. Draculaura, du plusterst dich ganz schön auf für jemanden ohne Puls. Wo brennt's denn? Es ist nur... Hast du den neuen Typen gesehen? Er ist bis jetzt jeden Tag an meinem Schließfach vorbeigekommen. Oh, wirklich? Aufregend. Er ist der heißeste Typ in der Schule. Also, ich glaube, jeder weiß, wer wirklich der heißeste Typ an der Monster High ist. Mein Freund Deuce. Ja, natürlich. Deuce ist gruselcool. Für dich. Aber dieser andere Typ... Oh, zum Anbeißen. Da kommt er. Ist mein Make-up in Ordnung? Ich finde, du... brauchst etwas Hilfe. Lass Cleo mal machen. Dieses erste Treffen wirst du niemals vergessen. Du wirst ihn umhauen. Danke, Cleo. Du bist die Beste. Und vergiss das ja nicht. Jotika, wir sehen uns im Jenseits. Wow. Du siehst wirklich erschreckend aus. Ich mag Mädchen wie dich. Danke, Cleo. Ich habe gesehen, was du getan hast. Du bist wirklich schrecklich nett. Also gut, treffen wir uns im Shoppingschlund. Ich habe dort totschicke Leisetreter gesehen. Alles in Ordnung, junge Dame? Oh ja, danke, Mr. Ware. Ihr Kids hängt ständig an euren Icon-Actern und lauft wie blind durch die Gegend. Ja, Sie haben ja so recht. Danke, Mr. Ware. Hallo? Hallo? Was? Ich kann nichts hören. Die Verbindung ist entsetzlich schlecht. Ich rufe lieber gleich zurück. Irgendwie streckt mein Handy. Mein Lieblingsgericht. Monsterschock. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Tut mir echt leid. Okay, erst mal was Neues. Geht in Deckung! Verdammt! Achtung! Tut mir schrecklich leid. Das ist ein rabenschwarzer Tag. Ich war falsch gepolt. Du hast es monstermäßig drauf, Gulia. Gut, wenn man solche Freundinnen hat. Hilft mir mal jemand? Hallo! Heute gibt's eine Fotosession. Man muss super aussehen für die Ewigkeit. Du hast absolut das Zeug dazu, die Drama-Queen der Monster High zu werden, Schätzchen. Sollen wir in dem Lesesaal hier nicht eigentlich lernen? Alarmstufe Rot. Coach Igor hat heute Aufsicht im Lesesaal. Und was ist so schlimm daran? Er lässt die Bücher wegräumen und scheucht uns die ganze Stunde im Kreis rum. Und? Der Schweiß ruiniert total dein Make-up und den Pelzkragen. Und das Outfit. Und die Bandagen. Fototermin, ade. Da ist er. Herhören. Solange ich hier bin, fasst mir keiner ein Buch an. Sondern macht sich fertig für... Kommt mit mir, bevor es zu spät ist. Los, komm, Frankie. Wir tauchen ja einfach unter bis zur nächsten Stunde. Immer noch besser, als im Kreis zu laufen. Ich wollte nur sagen, ihr Mädels dürft den Lesesaal verlassen, um euch auf die Fotosession vorzubereiten. Wie sehe ich aus? Leo, der Mumienschreck. Irgendwas stimmt nicht mit Gulia. Sie sieht total am Ende aus. Woher willst du das wissen? Ich sage dir, irgendwas hat sie. Das kriegen wir raus. Hey, Gulia, wie geht's dir? Aha, du fährst auf Slow-Mo ab, traust dich aber nicht, ihn anzusprechen. Ganz locker, Süße. Deine Freundinnen sind hier, um dir zu helfen. Also, Mädels, wir brauchen einen monstermäßigen Plan. Merk dir vor allen Dingen eins, sei nicht du selbst. Draculaura wird dir genau sagen, was du tun sollst. Kapiert? Objekt passiert den Connector-Korridor. Gulia ist noch nicht so weit. Frankie! Störmanöver, los! Alles nur für dich, Gulia.
Mach ihm Komplimente. Sag ihm, dass er schöne Augen hat. Zeig ihm doch dein Interesse. Lächle. Folge genau meinen Anweisungen. Schwinge sanft dein Haar, lehne dich leicht an, ihn, um zu zeigen, dass du ihm zuhörst. Aber nicht zu nah, damit er keine... Wann bin ich endlich 1700 Jahre alt, damit ich jemanden daten darf? Seht ihr, habe ich doch gesagt. Sie brauchte nur, sie selbst zu sein. Hey, Slow-Mo, hast du schon die neuen Zuckeraugäpfel aus dem Automaten probiert? Mhm. Hat es mich etwa erwischt? Das kann man wohl sagen. Und an wen soll ich dieses Foto e-mailen? Am besten gleich an alle. Nein! Schrecken sehe ich aus, mordsfeindlich. Was hast du gegessen? Nichts Ungewöhnliches. Moment, ich habe die neuen Zuckeraugäpfel probiert. Die sind verhext. Die bringen den bösen Blick. Das drehen wir wieder hin. Sie hat mir das Gesicht bedeckt. Ekelhaft, Julia. Ich danke euch allen, dass ihr mir in dieser schweren Zeit beisteht. Er ist so süß. Was? Laguna findet Gil monstersüß. Was? Der Pickel ist weg. Aber wie? Ihr Rasil. Danke, danke euch allen. Nein, nein. Hast du etwa die neuen Zuckeraugäpfel probiert? Was?